Es ist Startklar 1400 Meter. Die Distanz auf der alten Bahn. Boxentüren auf für die erste Tagesprüfung. Die vier Kandidaten, die sind auf der Reise und Torfighter übernimmt direkt die Spitze, führt das Feld an. Torfighter vor Vicente in zweiter Position, dahinter innen Cape Coral und außen davon Baron Mason. So geht es die Gegenseite hinunter, natürlich bei nicht allzu schneller Fahrt, verständlich für ein solch kleines Feld. Turf Tiger in den Unia Racing Farben, Adri de Vries, dahinter Vicente mit Miki Kadedou für den Stall Elsdorf und Pavel Wovchenko, außen dann Baron Mason mit Luca Delosier, Stall im Morgenpark und Peter Schürgen und innen davon Cape Coral im Dress des Stalles Turffighter, Andy Suboric, der Trainer und Philipp Minarik, der Reiter. Wir können das alles erzählen, weil sich überhaupt nichts tut an dieser Reihenfolge, wo es durch den Bogen hindurch geht. Turffighter hat eine Länge Vorteil vor Vicente in zweiter Position, Baron Mason und dann Cape Coral. So geht es in den Einlauf mittlerweile hinein, 450 Meter bis zum Zielpfosten sind das noch, alles tendiert so ein wenig in die Bahnmitte, Turffighter ist immer noch in Front, Turffighter klappt es heute mit dem ersten Erfolg, Vicente greift an der Außenseite, dann Baron Mason und Cape Coral, die kommen aktuell nicht so recht ran, vorne ist es immer noch Turffighter marschiert hier weiter, der Turftiger natürlich, Turftiger vor Vicente außen jetzt mit der letzten Attacke, Turftiger und Vicente, der geht besser, Vicente an der Außenseite, Vicente gewinnt hier gegen Turftiger. Vicente gewinnt, dahinter ist das Turftiger auf Platz 2. Dritter wird Baron Mason und vierter dann Cape Coral. Vorläufiger Einlauf, erstes Rennen des heutigen Tages, das neue Welle Auftaktrennen. Siegreich war die Programmnummer 3, Vicente mit Miki Kadedou. Zweites fährt die 4, Turftiger, Adri de Vries. Und dritter die 1, Baron Mason, Luca Delosier. Vorläufig heißt das 3, 4 und die 1.